Sammy, ich habe nachgedacht. Hey, was ist los? Oh, ich habe Schmerzen. Armes Ding. Was hast du denn? Ich habe seit 3 Stunden nicht Süßes mehr gegessen. Mir ist schwindelig. Wirklich? Das klingt ernst. Dann solltest du zum Arzt gehen. Nein, keine Ärzte, keine Krankenhäuser. Auf damit. Ich gehe in vorhin, Susi. Keine Angst. Alles wird gut. Nein. So, da wären wir. Na toll. Aua. Warum darf ich nicht rein? Aua. Ich wusste es. Krankenhäusern kann man nicht trauen. Das ist ein Playbook-Krankenhaus. Da darf man nicht wirklich rein. Das ist nicht fair. Du hast recht. Es tut mir leid, Sammy. Lass mich dir alles zeigen. Heute zeigen dir Dr. Joe und seine charmante Assistentin, wie es hier so läuft. In einem Krankenhaus zu arbeiten, muss echt gruselig sein. Oh, Sammy. Im Krankenhaus ist es überhaupt nicht gruselig. Und ich bin sicher, Dr. Joe wird dir alles darüber erzählen. Lass ihn mal sich auf den Tag vorbereiten. Ich finde dich immer noch gruselig. Gruselig? Haha, überhaupt nicht. Komm mit uns mit. Wir zeigen dir alles. Okay. Dr. Joes Arbeitstag beginnt normalerweise hier, hinter dem Empfangstresen. Oh, da ist ja meine Patientin. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Hallo, Dr. Joe. Ich fühle mich heute nicht so gut. Mein Kopf fühlt sich irgendwie komisch an. Jenna scheint krank zu sein. Hier steht, dass sie geröntgt werden muss. Klingt ernst? Was sollen wir tun, Susi? Sammy, atme tief durch. Du brauchst absolut keine Angst zu haben. Das ist ein ganz normaler medizinischer Eingriff. Also, kein Röntgenblick oder so? Nur ein Röntgenbild, Sammy. Kein Röntgenblick. So, die Sauerstoffmaske ist auf und nach der Infusion wird's besser. Na, wie geht's? Bereit für die Untersuchung? Ja, sie ist bereit. Hier, ich helfe dir. Was ist der erste Schritt? Wir messen Jennas Temperatur. Okay, mal sehen. Alles in Ordnung. Susi, mir ist ganz heiß. Was ist, wenn ich krank bin? Untersuch mich bitte auch. Sammy, du bist kerngesund. Puh. Ich glaube, du bist nervöser, als du sein solltest, Sammy. Okay, lass uns weitermachen. Alles in Ordnung? Klar, keine Sorge. Es ist nur so, dass wir deine Ohren schon lange nicht mehr untersucht haben. Halt still, du auch. Nein, nicht meine Ohren. Finger weg von meinen Ohren. Entspann dich, okay? Fertig. Was ist das? Ich hätte mir wohl keine Sorgen machen sollen. Jetzt testen wir mal deine Reflexe. Wo ist das Instrument? Hier sieht das Bild gut aus. Gib her. Hey, ich bin noch nicht fertig. Das ist ein Reflexhammer, kein Nagelhammer, Sammy. Pass doch auf. Oh, jetzt verstehe ich. Außerdem müssen wir deinen Herzschlag überprüfen. Untersuch mich zuerst. Mein Herz hat gerade einen Schlag ausgelassen. Okay, okay, nervöse Nelly. Wow, wo ist mein Herz? Es klingt wie Musik. Es bringt mich zum Tanzen. Komm, alle zusammen. Bist du ein lustiger Rhythmus, Sammy. Okay, genug getanzt. Halt still, ich überprüfe jetzt deinen Herzschlag. Alles in Ordnung. Und die letzte Kontrolle für heute ist der Blutdruck. Alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir die Patientin-Checkliste durch. Das ist auf der nächsten Seite. Hier müssen wir ein Porträt von Jenna zeichnen, damit es in der Patientenakte keine Verwechslungen gibt. Gute Arbeit, Susi. Was meinst du, Jenna? Sehe ich wirklich so aus? Klar doch. Komm. Jetzt tragen wir die Daten der Patientin ein. Als nächstes werden die Symptome angegeben. Und die Temperatur, die haben wir schon gemessen. Ah? Und jetzt ab ins Labor. Und das ist gleich hier. Bitte, komm, setz dich. Und los geht's. Versuch dich zu entspannen, okay? Ich verspreche dir, du wirst nichts spüren. Ha? Wo ist die Spritze? Hier drüben. Ich hab sie, Susi. Beeil dich. Wir müssen Jenna retten. Ist das eine Impfung? Oh, ich konnte nicht hinsehen. Fertig. Schnell und schmerzlos. Jetzt nehmen wir einen Wattebausch. Welchen magst du am liebsten? Den da? Gute Wahl. So, wir sind hier fertig.
Jetzt geht es weiter. Oh, was machen wir als nächstes? Dr. Joe, bitte sagen Sie es uns. Mit Vergnügen. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt kann geröntgt werden. Die Patientin kommt hierher. Und dann wählen wir das Körperteil aus, das wir röntgen müssen. Los geht's. Und fertig. Schauen wir uns das mal genauer an. Vielleicht sollten wir Dr. Joe um Rat fragen. Ich brauche keinen Rat. Für mich ist alles klar. Diese Röntgenmaschine weiß nichts über Fotografie. Bist du bereit für ein MRT? Natürlich. Bitte leg dich auf die Couch. Es könnte etwas laut werden. Fertig. Wir können es ausschalten. Du machst das toll, Jenna. Wie sind die Ergebnisse? Oh, alles ist super. Jetzt müssen wir nur noch den Ultraschall machen. Ich bin auf dem Weg. Ich zuerst, Josie. Mach mich zuerst. Ich wollte schon immer wissen, aus was ich bin. Oh, das kitzelt. Du bist eine Naschkatze durch und durch. Na, das erklärt einiges. Okay, mal sehen, was mit Jenna los ist. Dein Ultraschall sieht auch super aus. Alles ist so, wie es sein soll. Dr. Joe hat sich alle Untersuchungsergebnisse angesehen. Kommen Sie bitte mit. Hier kommt die nächste Doppelseite. Wir können unserer lieben Patientin ein Rezept ausstellen. Alles klar, fangen wir mit dem Namen an. Das ist ein schöner Name, Jenna. Wir verschreiben dir Vitamine. Du nimmst sie dreimal täglich, 5 Tage lang. Und dann wieder zu Dr. Joe. Hast du verstanden? Ab jetzt bist du wieder gesund. Daran habe ich keinen Zweifel. Wo waren die Vitamine? Ah, gefunden. Die bringen unsere Patientin bestimmt wieder auf die Beine. Nicht vergessen, 3-mal täglich. Verstanden? Oh, vielen Dank. Das haben wir heute gut gemacht. Hey Sammy, was machst du da hinten? Warte, Susi, lass mich das schnell machen. Oh, komm schon. Was hast du da gemeint? Ich bin noch nicht fertig. So. Jetzt ist Bastelzeit. Wir fangen mit dem Empfangstresen an. Da war so ein sich drehendes Ding und es drehte sich im Kreis und mir wurde schwindelig. Oh. Das ist richtig. Das ist eine Patientenstatusskala. Sie zeigt an, wie es unserem Patienten geht. Schau mich an, Susi. Ich sehe aus wie Dr. Joe, oder? Oh, das ist schwer. Schnell, hilf mir. Bring dir die Rezeption wieder an ihren Platz. Als nächstes kommt die Krankenstation. Du hast recht, Sammy. Hey Susi, guck mal, mein cooler Hut. Der ist cool, oder? Versuch's mal als Decke. Okay. Sauerstoffmaske nicht vergessen. Und den zusätzlichen Infusionsbeutel in einer speziellen Schublade aufbewahren, damit er immer griffbereit ist. Ich hatte auch viel Spaß bei der Untersuchung. Stimmt, Sammy. Es macht so viel Spaß, wenn jedes Werkzeug seinen eigenen Platz hat. Und die Zahnuntersuchung? Da kann ich breit grinsen. Sammy, das ist keine Zahnarztpraxis. Mach auf, Susi. Ich habe alle Werkzeuge, die wir brauchen. Wow, danke. Er hat wirklich alle Werkzeuge, oder? Bringen wir sie an ihren Platz. Jetzt kommen wir zur Patienten-Checkliste. Hier haben wir lustige kleine Hebel, die du bewegen kannst. Ich bin hier fast fertig. Hoffentlich habt ihr nie Fieber. Hier ist unser Thermometer. Nimm es, Susi. Gut gemacht, Sammy. Jetzt wissen wir immer, welche Temperatur der Patient hat. Das ist das Letzte, was wir dieser Seite hinzufügen müssen. Das sind die Symptome. Juhu! Ich habe das Heilmittel gegen alle Krankheiten gefunden. Autsch. Oh nein, es ist ein Virus. Ah. Komm zurück. Wer hat es gesagt? Ich. Wir sind schon im Labor. Sammy, hilfst du mir nicht? Also, nein. Gut, ich schaffe es allein.
Wenigstens hat Sammy die Spritze vorher gemacht. Vorsicht, es ist ein Virus. Nimm das. Das war knapp, oder? Wo war ich? Ach ja, richtig. Gut gemacht, Susi. Du bist so mutig. Und ich bin hier hinter dem Fenster, wenn du mich brauchst, okay? Auf keinen Fall. Dieses Fenster, wie du es nennst, kommt hierher. Dieser Teil ist fertig. Und jetzt kommen die Röntgenstrahlen. Das ist der wichtigste Teil. Und natürlich dürfen wir den Stauraum für die Röntgenbilder nicht vergessen. Hier sind die Bilder. Und glaub mir, sie sind viel besser als die von deinem komischen Röntgengerät. Vielleicht sind sie schöner, aber wir müssen uns an die Röntgenbilder halten. Wie auch immer. Hier ist unser Kernspintomograph. Sammy, bist du mit den Knöpfen fertig? Knöpfe? Wo ist die Knöpfe? Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Oh, da bist du ja, Susi. Oh, Sammy, Sammy. So, das nenne ich Testergebnis. Schön und einfach. Und endlich der Ultraschallraum. Oh, ist das ein Durcheinander. Ich muss das Rezept für den Patienten auffüllen. Nee. Alles in Ordnung, Sammy? Ja, aber um ehrlich zu sein, ich bin heute so müde. Ich weiß, ich auch. Aber keine Sorge, Sammy, wir sind fast fertig. Wir müssen nur noch die Apotheke auffüllen mit Medikamenten und allen möglichen Pillen. Genau so. Aha. Susi, das ist ein komischer Umschlag. Wolltest du einen Brief schreiben? Nein, der gehört ins Personalzimmer. Aber wo ist das Personal? Susi, ich habe sie gefunden. Die Patienten. Und hier sind die Ärzte. Wir lassen sie hier ausruhen. Hier, nimm die. Danke. Die Patienten gehen nach rechts. So. Wow, wir haben alle coole Klamotten. Super. Jetzt, Freunde, es ist Zeit, unser Krankenhausspielheft zusammenzustellen. Juhu. Hier sind alle Seiten, die wir gemacht haben. Jetzt fangen wir an, zusammenzubauen. Ich habe spezielle Teile gemacht, damit die Seiten zusammenhalten. Tolle Arbeit, Sammy. Jetzt müssen wir nur noch Kleber auftragen und alles zusammenkleben. Wow, Leute. Schaut mal, was wir für ein tolles Spielbuch haben. Und ich habe Kopfschmerzen vom Basteln. Armer. Aber hast du immer noch Angst vor dem Krankenhaus? Natürlich nicht. Krankenhäuser sind für mich nicht gruseliger als Süßwarenläden. Oh, das freut mich zu hören. Mich auch. Freunde, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Klickt auf Gefällt mir und abonniert uns für weitere lustige Videos. Bis bald alle zusammen. Tschüss. Machen. Susi, du bist ein Genie. Oh, ich hab schon so viel gesehen. Hey, warte auf mich. Los, beeil dich. Lass jetzt anfangen. Und worauf soll ich zeichnen? Ah, der Tisch ist genau richtig. Warte, warte. Hör auf damit. Sag mir besser, was werden wir zuerst machen? Nun, ich hatte überlegt, alles auf einmal zu machen. Ja, genau. Dann nehmen wir den Rucksack. Das ist das Größte, was du brauchen wirst. Und ich weiß sogar schon, welchen Charakter wir als Referenz nehmen sollten. Interessant. Hey, geh aus dem Weg, Sammy. Ich muss konzentriert bleiben. In der Zwischenzeit kannst du versuchen zu raten, wen ich hier zeichne.
Also, irgendwelche Ideen? Oh, es ist mein Melody, Susi. Aber warte, ich möchte noch etwas hinzufügen. Jetzt wird gesprochen. Nun ist der Entwurf fertig und wir müssen ihn einfärben. Sammy? Wo ist er hingegangen? Was könnte besser als ein Spaziergang im Wald sein? Oh, das ist so eine schöne Farbe. Und sie riecht gut. Genau, was ich brauche. Wow! Hey, was ist los? Sammy? Nun, danke. Ich denke, jetzt wird dieses Gelb gut für die Schleife sein. Ah, Sam, kannst du lieber Marker mitbringen? Wow, ich habe sie bereits hier, Susi. Hier bitte. Oh, großartig. Es sind zwei davon. Ich denke, ich werde diesen hier nehmen. Oh ja, er sieht jetzt schon viel besser aus. Und ich werde einen etwas anderen Farbton verwenden, um es einzufärben. Rücken Sie bitte zur Seite. Ich möchte einige Änderungen vornehmen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Jetzt kann sie wenigstens sehen. Ich würde sagen, sie kann es fast. Gute Überlegung, Sammy. Hier kommt ein freundliches Lächeln. Und ich habe das perfekte Rosa für die Umrandung gefunden. Ach wirklich? Lass mich sehen. Hey, das gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, es gibt keinen besseren Experten für Pink als dich, Sammy. Hoppla! Ich glaube, dieser Marker ist leer. Bitte? Ich wusste nicht, dass hier sein kann. Hey, hier ist eine Idee. Hallo, was machst du da? Hör sofort auf damit! Ich ein Hinweis im Voraus wäre das nächste Mal nett, weißt du? Schauen wir mal, was wir hier haben. Alles, was uns noch bleibt, ist diese zwei Streifen zu färben. Ich denke, wir sind damit fertig. Was sagst du, Sammy? Ich denke, ich brauche mehr Haltbarkeit. Oh, der Klebeband, warte auf mich! Danke für die Hilfe. Jetzt ist dieser Rucksack definitiv Sam sicher. Oh, ich kann es kaum erwarten, all diese Teile zusammenzusetzen. Vergisst du nicht die Rückseite unseres Rucksacks? Hoppla, mein Fehler. Jetzt haben wir alle Teile, die wir brauchen. Die Montagephase ist ziemlich einfach. Prima, dann mache ich meine Snackpause. Viel Glück. Vielleicht findest du auch etwas, um unseren Rucksack zu füllen. Was zu essen, was zu essen, was zu essen. Oh, Chips, ich liebe Chips. Wie bitte? Hey, es ist leer. Habe ich schon alles aufgegessen? Oh, ist das ärgerlich. Vielleicht gibt es dort hinten noch etwas. Apfelmarmelade. Mein Lieblingsgericht. Los, los, mach auf. Gut, ich wollte sowieso nie. Oh, ein ganzes Glas Zuckerwatte. Juhu. Warte mal. Das ist keine Zuckerwatte. Es ist die unangenehmste Erfahrung überhaupt. Oh, Sammy. Jetzt wissen wir wenigstens alle, dass wir kein Polyesterfüllmaterial probieren sollten. Und wer siegelt? Was sagt ihr, Freunde? Mir gefällt es. Ich glaube, ich habe meine Kraft vor Hunger verloren. Ach, du armes Ding. Danke. Jetzt sollte das hier hin. Und natürlich ein paar Schulterriemen. Vergiss den Reißverschluss nicht, Susi. Ohne ihn gibt es keinen Rucksack. Genau. So. Schau dir diesen süßen, knautschigen Rucksack an, den wir gemacht haben. Ich werde nicht schauen. Ich werde es testen. Und jetzt rate mal. Ich brauche Schreibwaren. Nun, dein Wunsch ist mir Befehl. Meinst du das ernst? Lass uns mit Schreibutensilien beginnen. Wir machen jetzt einen Bleistift. Es wird einfach sein, es zu löschen, falls du einen Fehler machst. Jetzt warte mal einen Moment. Ich möchte sicherstellen, dass du es richtig machst. Das wusste ich. Du hast das Hauptthema meiner Schreibwaren vergessen. Das ist besser. Du kannst weitermachen. Danke, dass du auf mich aufpasst. Wähle jetzt eine Farbe. Oh, ich mag diesen gelben Marker wirklich. Die Nase von My Melody wird gelb sein. Und ihre Augen werden gut aussehen, wenn sie schwarz sind.
Hast du schwarz gesagt? Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Autsch. Sammy, du weißt, dass ich immer glücklich bin, wenn du mir hilfst. Es ist nur so, dass diese Phase des Handwerks ziemlich einfach ist. Oh, meinst du das wirklich? Ja. In Ordnung, dann. Nehmen, wenn es für dich nichts ausmacht. Warte. Bevor du das machst, gib mir bitte das Klebeband. Ha, ich würde es machen, aber ich komme nicht raus. Hilfe! Das ist nicht lustig. Warum endet es immer so für mich? Vielleicht kommt Schleim und Klebeband einfach nicht miteinander aus. Wie auch immer. Zumindest komme ich ziemlich gut mit dem Klebeband aus. Siehst du? Jetzt müssen wir unserem Bleistift nur noch seine Form geben. Oh, ich kann es kaum erwarten, es mir genauer anzusehen. Ah, ich kann euch sehen, Freunde. Wow, ich kann tatsächlich eine Menge Sachen sehen. Brauchen wir irgendwas davon, Josie? Das tun wir absolut. Nun, diese Spitze könnte wirklich einen schwarzen Marker gebrauchen, nicht wahr? Um einen Bleistift wie einen echten Bleistift aussehen zu lassen, weißt du? Natürlich, Sammy. Los geht's. Nun sind wir bereit für die Operation, Herr Doktor. Krankenschwester, ich brauche eine Pinzette. Hier, bitte. Und etwas Füllmaterial. Natürlich. In Ordnung, machen wir das. Jetzt kommt es hier hin. Oh, sehr gut. Warte mal kurz, Kumpel. Puh, der Eingriff verlief ohne Komplikationen. Jetzt bist du dran. Lass mich sehen. Schöne Nähte, Dr. Sam. Ich mache nur noch den letzten Schritt. Und wir sind fertig. Nun, ich freue mich, einem anderen Arzt behilflich sein zu können. Ich denke, wir können hier ein kleines Blümchen gebrauchen. Perfekt. Ein weicher Bleistift. Abgehakt. Oh, fühlt sich so angenehm an. Hier ist er. Danke. Ich werde mit einem Notizbuch bereit sein. Wir sollten noch einmal von vorne mit dem Skizzieren beginnen. Aber ich mache die Skizze diesmal selbst. Voila! Das ist ein Stichwort, Josie. Wow, ich wusste nicht, dass du ein Dichter bist. Wusstet ihr das, Freunde? Und jetzt zum Ausmalen. Etwas Kleines gemacht, um das Notizbuch niedlich aussehen zu lassen. Oh, wie süß. Legen wir es erstmal zur Seite. Zuerst muss ich etwas schneiden. Seid immer vorsichtig mit Scheren, Freunde. Ach, all die Arbeit hat mich etwas müde gemacht. Ich brauche etwas Ruhe. Das sieht aus wie der perfekte Ort. Nun, hier ist, was wir bisher haben. Sieht gut aus, oder? Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sollten unser Notizbuch weich machen, genau wie wir es mit dem Rest gemacht haben. Hey, will ich hier jemals etwas Ruhe und Frieden geben? Es tut mir leid, Sammy. Ich habe dich dort nicht gesehen. Das war peinlich. In Ordnung. Jetzt sind wir definitiv fertig. Ha, würdest du dir das ansehen? Die Dekoration von Sammy sollte hier hin. Perfekt. Wow, Susi, das ist großartig. Vielen Dank. Freunde, lass uns das alles noch einmal anschauen. Oh, ich mag unsere Bastelarbeiten wirklich. Hast du alles, was du brauchst, Sammy? Und es hat so viel Spaß gemacht, das alles zu basteln. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, Freunde. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Klickt auf die Klingel, um nichts zu verpassen. Und bis bald! Schleim oder weiß? Ich bin so graziös. Ich sogar... Sammy, du musst vorsichtiger sein. Was ist das denn?
Bist du jetzt ein Weihnachtsbaum? Und den Josie, hast du nicht gemerkt, dass Sommer ist? Ich bereite mich auf eine Party vor. Ich werde dort das strahlendste und bunteste sein. Du siehst toll aus. Diese Aufkleber sind hübsch und kommen mir irgendwie bekannt vor. Wo hast du die her? Ich habe da drüben eine große Packung gefunden. Praktisch, oder? Warte, was? Sammy! Du bist unvernünftig. Ich wusste nicht, dass du die Aufkleber für die Schule bestellt hast. Ich warte schon ewig darauf. Was soll ich jetzt machen? Josie, hör zu. Es tut mir wirklich leid. Warte. Lass uns einen Blick in mein Rezeptbuch werfen. Steak-Eintopf? Nein. Hier sind keine Aufkleber. Aber nicht weinen, Josie. Diesmal habe ich wirklich eine Lösung. Weil ich deine Sticker verbraucht habe, mache ich dir neue. Versprochen. Klingt toll und alles, aber was ist mit deiner Party? Ich bin ein stolzer Schleim und übernehme die Verantwortung für meine Taten. Danke, Sammy. Also, was machen wir? Nun, es gibt viele Möglichkeiten, Aufkleber zu machen. Lass sie mich klassifizieren. Ein Bonbon. Ich habe es zuerst gesehen, also gehört es mir. Ich würde es nie wagen, deine Bonbons zu beanspruchen. Aber könnte der verehrte Professor mir sagen, wo ich anfangen soll? Sicher, folgt mir. Zuerst müssen wir die Umrisse unserer zukünftigen Aufkleber zeichnen. Hier. Wow, was für eine süße Wolke. Ach komm schon, das ist doch ein Cupcake. Ah, jetzt wisst ihr. Alles fertig. Guck mal. Wunderschön. Aber jetzt müssen wir es noch anmalen. Ich glaube, es ist fertig. Toll, jetzt müssen wir es noch ausschneiden. Sam, die Schere ist viel zu groß. Die geht einfach nicht. Das ist besser. Das dauert zu lange. Schneller. Voila. Jetzt kommt das Klebeband. Du bist dran, Josie. Da hast du recht. Wir werden viel Klebeband brauchen. Du bist dafür geboren, Josie. Los, schneid sie raus. Du kannst so gut Komplimente machen. Ich werde mein Bestes geben. Und ich werde sehr vorsichtig sein. So bewahren wir unsere Sticker auf. Josie, ich wette, du verlierst die Sticker, wenn du sie nicht zusammenhalten kannst. Oh, tolle Idee, Sammy. Vielen Dank. So, da wären wir. Ganz einfach. Wow, diese Aufkleber sehen aus, als hätte ich sie online bestellt. Nur sind sie besser. 100 Dollar wert. Ja, und was machen wir jetzt? Ernsthaft? Oh, das ist aber lieb von dir. Ja, klar, ich sag dir. Einhörner, ich habe mit meiner Freundin gesprochen und sie hat mich gebeten, ein Stickerpaket nur für sie zu machen. Toll, machen wir es so bunt wie möglich. Das Horn müsste etwas länger sein. So, nein, nein, es ist noch nicht fertig. Jetzt kannst du gucken und staunen. Ich dachte, wir machen Einhornaufkleber. Du hast nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen.
Lass mich dir trotzdem helfen. Los geht's. Ich habe einen tollen Trick auf YouTube gesehen. Dieser Trick ist innovativ. Er muss funktionieren. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Das funktioniert nicht. Wir nehmen Marker. Rosa, grün, nein, mach es gelb. Bitte, Rosi. Nicht stören. Die nächsten Sticker gehören dir. Okay, ich hab nichts mehr. Juhu, der Malteil ist fertig. Schau sie dir an. Die gefallen mir so gut. Jetzt müssen wir sie kleben. Was? Hey, was ist das? Erwischt. Wir brauchen das Papier, damit unsere Sticker kleben. Verstehe. Lass uns das machen. Susi, mach Platz. Jetzt bin ich dran. Sammy, das hast du toll gemacht. Danke. Jetzt decken wir die Schnittstelle mit Klebeband ab. Juhu, ich liebe diesen Teil. Und los geht's. Sieht gut aus, oder? Dank Sams vielen Talenten sind unsere Aufkleber jetzt fertig. Voila. So haben wir diese tollen Aufkleber gemacht. Ich zeige euch, wie das geht. Und hier ist unser erster Aufkleber. Wo willst du denn hin, Mister? Du hast doch versprochen, dass wir die Sticker für mich machen. Aber Susi, guck mal, wie süß ich bin. Warte mal, was ist das denn? Oh, du bist immer süß, Sammy. Auch ohne meine Sticker. Also, Freunde, welche Methode, Sticker zu machen, gefällt euch besser? Wenn dir die erste besser gefällt, dann gib diesem Video einen Daumen hoch. Und wenn dir die zweite Methode besser gefällt, dann abonniere unseren Kanal. Aber ich erinnere mich, dass du gesagt hast, es gäbe vier Methoden, Sammy. Natürlich gibt es die. Wir sind noch nicht fertig. Lass uns weitermachen. Susi, ich habe eine Überraschung für dich. Rate mal, wovon ich träume. Von Sommerferien. Wow, Sam. Die sind auch sehr süß. Nein, 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 Susi. Ich möchte eine neue Färbemethode ausprobieren. Etwas anderes, okay? Ich weiß. Komm schon. Susi, ich brauche wirklich deine Hilfe. Es scheint zu klemmen. Eins, zwei, drei. Wir haben es geschafft. Das passiert, wenn man Klebestifte ohne Deckel lässt. Sie kleben an den Möbel. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen die Rückseite der Sticker mit Kleber bestreichen und trocknen lassen. Aber Susi, mein Gepäck ist fertig. Wie lange noch? Keine Sorge, wir sind fast fertig. Gut gemacht, Susi. Moment mal. Die sehen zu trocken aus. Wie sollen die denn irgendwo kleben? Wir brauchen Wasser, damit sie kleben. Guck mal, jetzt klappt's. Jetzt bringen wir sie an. Ja, es klappt tatsächlich. Aber jetzt fühle ich mich glitschig an. Sollen wir dich jetzt als Seife benutzen? Voila. Das ist nicht gerade die sauberste Art, Aufkleber zu machen. Ich bin frisch gewaschen und bereit für die Arbeit. Du hast eine schöne Halskette. Es ist nicht lustig, Susi. Woran erinnert sich meine Tasche? Lass mich nachdenken. Oh, richtig. Schule. Treffer an die Arbeit. Sammy hat schon alles vorbereitet. Wir machen sie klebrig. Diesmal nehmen wir doppelseitiges Klebeband. Das erste Stück kommt hier oben hin. Fertig. Ich brauche das nächste Stück, Sammy. Sammy, gib es mir zurück. Ach. Was ist denn hier passiert? Peter, ich habe ihn erwischt. Er dachte, er wäre der Streichspieler im Haus. Oh, Sam. Er hat es dir mit gleicher Münze heimgezahlt.
Ich weiß, dass Peter seinen Kaffee süß mag, aber vielleicht mag er diesen neuen Geschmack. Sam! Sam 1, Peter 0. Und wir sind fast fertig. Die Aufkleber sehen fantastisch aus. Hier ist der erste Sticker. Und so geht's. Super einfach. Und fertig ist unser neues Schulset. Verstehe. Alles fertig. So süß. Jetzt ist es soweit. Ich hab's. Glaub mir, ich brauche es mehr als du. Und das kommt hier hin. So schön. Hey, hey, da freut sich aber jemand, weiß? Ja, alle haben mich gefragt, wo ich die her habe. Siehst du, die anderen hatten diese identischen Aufkleber, die sie online bestellt hatten. Hab ich doch gesagt. Unsere Aufkleber sind die besten. Sam, du hast mir fast einen Herzinfarkt verpasst. Entschuldige, aber dein Gesicht war so lustig. Wenn dir unsere Sticker auch gefallen haben, gib diesem Video einen Daumen hoch. Und wenn du mit uns Sticker gemacht hast, abonniere unseren Kanal. Tschüss. Tschüss, bis bald alle zusammen. Was ist los, Josi? Das ist einfach nicht mein Tag. Oje, das klingt gar nicht gut. Das ist ein Chaos. Warum sind die Kissen überhaupt hier? Wir müssen sie irgendwie aufmuntern. Es ist nicht lustig. Es ist gruselig. Aber lass es jetzt versuchen. Hallo, Josi. Ich glaube, es hat nicht geklappt. Sam, du hast mich erschreckt. Tut mir leid. Der Plan war, dich aufzumuntern. Hey. Mir geht's gut. Okay? Ich verstehe. Oh, Händchen, ich wünsche, wir hätten ein Gerät, um ihre Stimmung zu erraten. Ich habe eine Idee. Ich weiß, was dich aufmuntern wird, Susi. Hilf mir beim Basteln. Was bastelst du denn? Nichts Kräftiges. Malst du mir diese Streifen an? Okay, welche Farbe zuerst? Lass es wie ein Regenbogen aussehen. Okay, dann ist es rot. Was ist die nächste Farbe? Orange, Sammy. Hast du es vergessen? Oh, ich glaube schon. Dann nehmen wir Gelb. Und ein paar Grüntöne. Das Himmelblau ist so schön. Und schließlich Rosa, gefolgt von Lila. Was meinst du, Sammy? Sieht das bunt genug aus? Oh ja, jetzt müssen wir noch die Stimmungskarte ausmalen. Und das ist zu wichtig, das mache ich selber. Ich muss die schönsten Farben aussuchen. Oh, wer hat es gemacht? Hey, was tust du da, Susi, mit der Magie? Genau. Und ich glaube, ich habe deine Idee verstanden. Wir müssen in jedem Abschnitt eine andere Emotion darstellen. Es wird eine Art Stimmungsbarometer sein. Also, wir schneiden eine Linie genau quer über die Karte. So. Jetzt müssen wir das nur noch zusammenkleben. Jetzt noch ein bisschen Kleber. Fertig. Jetzt schau genau hin. Ich klebe das Vorderteil mit dem Hinterteil zusammen. Und hier ist der Hintergrund. Passt es, Susi? Perfekt. Jetzt brauchen wir noch einen Schieber.
Hey, Miet, 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 Miet. Tut mir leid, Hello Kitty, aber wir brauchen wirklich dieses glitzernde, hübsche Ding von dir. Sie hat nichts dagegen. Hat sie das wirklich gesagt? Oh, super. Mit dem Ding weiß ich immer, in welcher Stimmung du bist. Endlich. Das habe ich gehört. Oh, das macht ja Spaß. Aber nichts macht uns glücklicher als eure Liebe, Freunde. Susi, Susi, ich weiß, was wir noch machen können. Oh, das klingt aufregend. Also, wie lautet der Plan? Kopf überhängen. War doch nur Spaß. Schon gut, Sammy. Ich habe mir schon was überlegt. Toll. Dann sollte ich mal ausmalen. Schau mir beim Malen zu. Siehst du diese Muster? Die sind einzigartig. Oh ja, die sind sehr kreativ. Darf ich auch üben, Maestro? Naja, du bist nicht so gut wie ich, aber okay. Und hier ist noch eine einzigartige Technik. Wumm, wumm. Oh, wie halte ich an? Oh nein, ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Sammy, das ist eine Idee. Gefällt dir dieses Gesicht? Ja, wenn es nicht an meinem Gesicht wäre. Toll, dann weiß ich genau, was zu tun ist. Sieht aus wie Peter, wenn er eine Spinne sieht. Die Gesichter sind fertig. Sie dürfen aber nicht langweilig und farblos sein. Ich werde verschiedene Stifte benutzen und sie sehr sorgfältig ausmalen. Wow, Susi, der Grüne sieht aus wie ein Uropa. Weißt du was? Ich glaube, diese Gesichter würden vor einem hellen Hintergrund besser aussehen. Hopp, 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 juhu! Toll, jetzt können wir mischen und kombinieren. Guck mal, Susi, ich habe noch mehr. Wow, wann hast du die Zeit gefunden, das alles zu machen? Großartig, lass uns anfangen. Ich bin so überrascht. Ich will mal etwas Neues ausprobieren. Egal. Guck mal, Susi, ich bin wütend. Und jetzt habe ich Angst. Mit diesem tollen Spiel kannst du dich und deine Freunde aufmuntern. Schau mal, was ich gefunden habe, Susi. Wow, juhu, das macht so viel Spaß. Autsch, mir geht's gut. Was ist denn das alles? Das sind die Requisiten für unsere nächste Bastelei. Das wird dir gefallen, Sammy. Versprochen. Hast du mir Beine gemacht? Oder ist es ein Stuhl? Ich bin verwirrt, Susi. Was um alles in der Welt könnte das sein? Gibt dir das einen Hinweis? Ist das ein Trampolin? Diesmal nicht, Sammy. Ach komm schon. Hab Geduld, Sammy. Bald wirst du alles verstehen. Aber jetzt will ich unbedingt ein Trampolin, Susi. Ich kann Zirkus-Tricks. Das hat Spaß gemacht. Hey, wo ist der Ball hin? Oh toll, genau im richtigen Moment. Jetzt müssen wir noch ein Loch in den Ball machen. Dann kannst du ihn ausmalen. Siehst du? Ganz einfach. Jetzt braucht unser Ball noch ein Gesicht. Das malen wir am besten mit Pergamentmarkern. Fast hätte ich die Nase vergessen. Und hier kommt der Mund. Wow, das wird ein Wackelkopf. Na, der ist ja richtig wackelig. Bin froh, dass du so viele gemacht hast, Susi. Ja, das war von Anfang an der Plan. Ich liebe es, wie fröhlich diese Spielzeuge sind. Freunde, wisst ihr, was uns zum Basteln inspiriert? Eure Liebe natürlich. Genau. Also gebt uns einen Daumen hoch und vergesst nicht zu abonnieren.
Ich habe das Gefühl, ich habe noch zu viel Energie. Lass uns noch was machen, Josi, bitte. Keine Sorge, ich habe noch eine coole Bastelidee im Kopf. Also, was wird es sein? Ich verstehe nicht. Etwas, das einen Spieß braucht. Okay, ein Spieß. Wo kriege ich einen Spieß her? Oh, das war leichter, als ich dachte. Hier ist ein Spieß für Josi. Danke. Schaut genau hin. Wir sollten ein paar Bögen machen. So, aha. Und das bekommen wir. Oho, was ist das? Ich weiß, das ist eine Windmühle. Nicht wirklich. Das gehört zu unserer nächsten Bastelei. Es kommt in eine Schachtel. Für die Schachtel brauchen wir den Boden, die Wände und den Deckel. Eine Windmühle in einer Schachtel? Komisch. Vielleicht, aber ich wette, es wird dir gefallen. Wir brauchen hier ein kleines Rad und eine Münze. Warte, Josi, ich will es auch ausprobieren. Hopp, vergiss nicht, ein Loch für die Münze in den Deckel zu machen. Jetzt befestigen wir den Deckel mit einem Stück Glitzerband an einer Seite der Schachtel. Diese Schachtel ist so cool, wie geheimnisvoll. Geduld, mein schleimiger Freund. Jetzt wird beschriftet. Höchstwahrscheinlich was, Josi? Höchstwahrscheinlich ist unser Glücksrad fertig. Willst du es ausprobieren? Ja, sofort. Wo war das denn? Freunde, kennt ihr diesen Typen? Wenn ja, beeilt euch und liked dieses Video. Wenn jemand die Zukunft kennt... Sam! Richtig, ich komme! Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, Josi, aber sieh mal, was ich gefunden habe. Oh, das ist eine tolle Idee. Es wird uns helfen. Ich muss nur die Münze an ihm befestigen. Und hier ist er, unser kleiner Wahrsager. Was soll ich ihn fragen? Ich weiß, bekomme ich viele Bonbons? Warte mit den Süßigkeiten, Sammy. Lass mich erst mal sehen, ob alles funktioniert. Was gibt es da zu sehen? Das Ding kann doch nicht kaputt sein. Was soll ich denn machen? Ist das deine Frage? Nein. Meine Frage ist, bekomme ich viele Süßigkeiten? Oh, richtig. Dann wollen wir mal sehen. Zuerst müssen wir den Wahrsager bezahlen. Ach, komm schon. Verrate ich dir lieber nicht? Hey, das ist keine Antwort. Dreh ich nochmal, Josi. Tut mir leid, Sammy. Eine Münze, eine Drehung. Schau, es gibt viele Antworten, die du haben könntest. Aber du scheinst die richtige zu haben. Freunde, wollt ihr eure Zukunft wissen? Dann seid kreativ und bastelt euch euren eigenen Wahrsager. Aber vergesst nicht, eine Münze einzuwerfen, um eine Antwort zu bekommen. Das ist es, Josi. Wo ist meine Münze? Ich bekomme auf jeden Fall die richtige Antwort. Oh, das war so ein cooler Tag heute. Ja, was du nicht sagst. Lass uns den Stimmungsindikator genau hier platzieren. Jetzt bist du nicht mehr verwirrt, Sammy. Aha, du hast heute gute Laune. Das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Oh, ich liebe unser Spiel mit den coolen Gesichtern. Es ist wie eine unerschöpfliche Quelle des Spaßes. Ehrlich, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, lustige Gesichter. Ich will so aussehen wie der ängstliche Peter. Sam! Oh je, Zeit, mein Leben zu retten. Nicht vergessen, dieses Video zu liken und abonnieren. Ich muss los. Halt, jetzt sofort. Bis bald, Leute. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Ich glaube, es wird Zeit, das alte Zeug loszuwerden. Ich weiß gar nicht, was das ist. Oh, das ist mein Tetris. Warte, was hast du gesagt? Was ist das denn?
Sieht aus wie die Steuerung eines Raumschiffs. Nein, das ist eine Spielkonsole. Ein Spiel? Darf ich mitspielen? Nicht so schnell. Da sind keine Batterien drin. Ohne geht es nicht. Gib mir eine Sekunde. Ich hab doch Batterien. Bitte sehr. Bist du sicher, dass es die richtige Größe ist? Hoffentlich. Kannst du mal nachsehen? Natürlich. Lass mal sehen. Hey, es passt. Das ist komisch. Komm schon, Josi. Funktioniert es? Ich glaube nicht. Ach du lieber Väter, jetzt will ich aber so gerne Tetris spielen. Was soll ich nur machen? Armes kleines Ich. Sammy, nicht weinen. Komm, ich zeig dir was. Das ist ja interessant. Hallo zusammen. Heute machen wir ein Tetris aus Pappe. Und als erstes brauchen wir Pappe. Ein DIY-Tetris? Susi, meinst du das ernst? Können wir das wirklich? Ich bin mir unserer Fähigkeiten sicher. Brauchen wir auch Batterien? Nein, diesmal nicht. Okay. Dann fangen wir mal an. Zuerst müssen wir die Teile auslegen. Susi, ich habe dir was zum Malen mitgebracht. Tut mir leid, ich bin schon fertig. Gut, ich helfe dir mit etwas anderem. Freunde, das müsst ihr haben. Der nächste Schritt ist natürlich das Ausschneiden. Aber denkt immer daran, vorsichtig mit dem Cutter umzugehen. Das ist gar nicht so einfach. Ihr könnt immer einen Erwachsenen um Hilfe bitten. Außerdem macht es gemeinsam mehr Spaß. Das stimmt. Also, los geht's. Mit meinem Schleimzauber ging es schneller. Das wäre eine tolle Idee, Sammy. Jetzt schaffen wir unser Tetris in Windeseile. Danke. Und das wird ein solides Fundament. Du kannst das Video anhalten, um es dir genauer anzusehen. Übrigens, es gibt noch viele weitere lustige Bastelvideos auf unserem Kanal. Also vergiss nicht, die Videos, die dir gefallen, zu bewerten und zu abonnieren. Schau dir das an. Ich habe alle Teile zusammengeklebt. Genug davon. Okay, okay. Jetzt brauchen wir noch ein Stück Pappe. Wir machen etwas weißen Kleber darauf. Jetzt können wir den Rahmen zusammenkleben. Es ist wichtig, alle Maße genau zu nehmen. Oh, Josi, können wir noch mehr Verzierungen machen? Natürlich. Übrigens, schöne Farbwahl. Jetzt müssen wir noch ein paar Inschriften machen. Ein Wunsch ist mir Befehl. Vielen Dank. Das ist, unser Tetris wird 7 Level haben. Super, können wir jetzt spielen? Noch nicht. Kannst du das bunter machen? Das ist ganz einfach. Ich mach's gleich. Weißt du, das ist mein Lieblingsteil an jeder Bastelei. Das stimmt. Eigentlich male ich auch gern. So, mein Teil ist fertig, aber wir haben doch nur 2. Reicht es nicht? Ja, so geht Tetris nicht. Oh, da fällt mir gerade was ein. Hallo? Das ist besser. Schaut euch die Farben an. Ich fordere dich zu einem Duell heraus. Challenge angenommen. Ich gebe auf. Das ist alles, was du mit dem echten Tetris erleben wirst. Genau. Seht euch das an, Freunde. Das sollten wir mit jedem Teil machen. Warte, Susi, warte. Was machst du da? Ich habe auf deinem alten Tetris definitiv Knöpfe gesehen. Was? Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ach, gut. Und wie soll ich das jetzt machen? Keine Sorge. Alles unter Kontrolle. Ja, das wird helfen. Hey, hast du gerade alles mitgebracht, was grün ist? Oh, wow. Das hat wirklich geholfen. Jetzt haben wir Knöpfe. Die sind natürlich unecht, aber so wird Tetris noch spannender. Was meinst du, Sammy? Ohne mich hättest du das nie geschafft. Das bezweifelt doch keiner. Nur noch eine Kleinigkeit. Wir müssen eine Anzeige machen, damit wir wissen, auf welchem Level wir sind. Susi, riechst du das? Ich rieche nur Klebstoff. Und ich kann Sieg riechen. Ah,
Auch wirklich? Na, das werden wir ja sehen. Meine Damen und Herren, Sie werden gleich den größten Tetris-Kampf zwischen zwei Champions erleben. Sammy, ich dachte, du hast noch nie Tetris gespielt. Es hält mich nicht auf, Susi. Also, wer fängt an? Ich werde ein Gentleman sein. Okay. Hurra, ich habe es geschafft. Ich habe Level 1 gemeistert. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du so gut bist, Susanne. Aber mal sehen, wie du Level 2 schaffst. Los geht's. Oh, das ist der härteste. Ich dachte schon, ich schaffe es diesmal nicht. Das ist unglaublich, Susi. Was kannst du noch? Level 3, glaube ich. Warte mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Was? Okay. Ich zeig dir, wie es richtig geht. Mal sehen. Das brauche ich nicht. Und das Ding, das lege ich erstmal beiseite. Hey, du. Hau ab. In Ordnung, machen wir das. Das kommt hierher. Was kommt als nächstes? Da ist es. Sehr gut. Tada! Wow, Sammy. Nur 20 Sekunden für Level 7? Wie hast du das gemacht? Es ist die geheimste Methode von allen, Susi. Peter, ich meine, der Tetris-König von Tipidaba hat es mir beigebracht. Tja, ich muss zugeben, du bist ein toller Tetris-Spieler. Freunde, gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch unser Tetris gefällt. Bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf. Wir lieben euch. Schirm dabei. Heute wird es regnen und regnen und regnen. Mein Schnurrbart wird nass. Boah, ich halte das Wetter nicht aus. Alles ist nass und kalt. Oh. Ew. Was ist los, Sammy? Du klingst so traurig. Ach, na ja. Ich habe geduldig gewartet, aber es hat keinen Sinn, Susi. Worauf wartest du denn? Was ist denn los? Nun, man sagt, dass nach jedem Gewitter ein Regenbogen kommt. Es ist schon Stunden her und weißt du was? Kein Regenbogen in Sicht. Das bringt mich auf eine Idee. Wir holen dir einen Regenbogen. Auf geht's. Moment mal. Können wir das wirklich? Ich bin dabei. Ich bin so verwirrt, Susi. Was sollen wir denn machen? Ich dachte, wir machen unseren eigenen Regenbogen. Das wird dich aufmuntern. Was machst du gerade? Ich poste online. Hashtag Regenbogen und absenden. Ist das mein Telefon? Warte mal, genau. Wir machen eine Regenbogen-Handyhülle. Du bist ein Genie, Sam. Bin ich das? Ich meine, natürlich bin ich das. Ich weiß genau, wo wir anfangen müssen und wir brauchen unsere Heißklebepistole. Machen wir es super süß. Es gibt doch nichts Süßeres als Herzen, oder? Vorsicht mit der Heißklebepistole, Freunde. Wow, ich liebe es. Wartet, ich kann nichts sehen. Das war ein Fehler. Sehr witzig, Sam. Warum nimmst du nicht den Glitzer? Das ist besser. Lass mal sehen. Na, Glitzer, das ist der Moment, für den du geübt hast. Ich will, dass du wie Sterne funkelst. Sammy, der Kleber trocknet. Wir müssen uns beeilen. Ups, entschuldige, Susi. Ich wollte gerade eine Motivationsrede halten. Weiter so. Wir brauchen noch viel mehr. Ihr habt es gehört, Leute. Los geht's. Los, los. Oh ja, ich fühle mich so lebendig. Es ist wie eine Glitzerexplosion. Möchtest du etwas grüne Magie oder ein Schimmer von Blau? Geht's dir gut? Die erste Bastelei ist fertig.
Wie gefällt sie dir? Das ist doch ein guter Anfang, oder? Es glitzert schön, aber ich möchte noch mehr Regenbögen. Keine Sorge, wir fangen gerade erst an. Wo sind sie denn? Ich weiß, dass sie hier irgendwo sind. Ah, suchst du was? Meine Hausschuhe sind weg. Hast du sie gesehen? Naja, das ist ein echtes Rätsel, das wir lösen müssen. Lass los, Leo. Ich hab sie zuerst gesehen. Das löst das Problem. Ich habe sie nicht gesehen, ehrlich. Warte. Aha. Ich weiß, wir können dir ein neues Paar Pantoffeln machen, nicht nur ein Stück. Hä? Ein Stück? Was meinst du damit? Nichts. Vergiss es. Wir brauchen mehr Strohhalme. Oh, lass uns das machen. Glaub mir, Susi, es wird dir gefallen. Ich glaube, für den nächsten Teil brauchen wir ein Bügeleisen. Warte, warum mache ich immer deine Arbeit? Ist das dein Trick? Wann hast du dir das letzte Mal die Füße gewaschen? Iu. Hey, pst! Alle schauen zu. Das bleibt unser Geheimnis. Lass uns einfach weiter basteln. Einverstanden? Okay, aber wenn wir fertig sind, müssen wir uns ernsthaft unterhalten. Iu. Wow, sie sehen toll aus. Danke, Sammy. Ich kann es kaum erwarten, sie anzuprobieren. Moment mal, ist das Peters Socke? Hat sich ein Stinktier in deine Socken geschlichen? Nach dem Sockenvorfall kann ich nichts mehr riskieren. Sam, was soll das alles? Schon gut. Wir müssen uns was für das nächste Projekt ausdenken. Dafür habe ich dieses Buch. Da sammle ich all meine Bastelideen. Vielleicht finden wir da was, was wir gebrauchen können. Moment mal. Ich weiß nicht, Susanne. Was meinst du, Sammy? Dein Heft ist irgendwie langweilig. Lass es uns mit etwas Farbe und Fluff aufpeppen. Wow, du hast heute tolle Ideen. Die müssen wir unbedingt ins Heft schreiben, nicht wahr, Freunde? Sammy wird das Spiel gewinnen. Die Menge wird still. Sam schießt. Und er trifft. Fast. Gut gemacht, Sam. Aber wir brauchen noch mehr. Ich kümmere mich darum, Susi. Mach dich bereit für einen super Kick. Es wird heiß, Susi. Hiya! Da kommt noch mehr. Puh, das war harte Arbeit, aber jetzt habe ich alle Pompons auf dem Heft. Oh, es ist perfekt, Sam. So weich und bunt. Ich liebe es. Hier ist noch mehr. Oh. Ich hatte vergessen, dass Fußball zwei Hälften hat. Hier nochmal. Yeah! Ein bisschen grün hier und mehr grün da drüben. Oh, nicht schon wieder. Warum passiert das immer wieder? Keine Sorge, ich weiß, was du brauchst, Sammy. Wir können einen Regenbogen-Bleistift machen. Der wird besser als jeder andere Bleistift, den du je hattest. Ich hasse es, das zu sagen, Susi, aber er ist schwarz-weiß. Nicht mehr lange. Komm schon, was sagst du? Oh, Kunstprojekte, ich liebe sie. Zeit für einen Kostümwechsel. Okay, ich bin bereit, Susi. Lass uns ein Meisterwerk erschaffen. Was? Wie hast du das gemacht? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich ging einfach zurück und bam, ich trage das hier. Jetzt müssen wir ihn mit dieser durchsichtigen Klebefolie laminieren. In der Zwischenzeit kannst du an dem anderen Bleistift arbeiten, Sam. Das wird die Sache beschleunigen. Kein Problem. Was kann schon schiefgehen? Gar nichts. Und wie läuft's? Es hat gut angefangen, aber dann hat das Blatt gemacht, was es wollte. Aua! Tja, jetzt weiß ich, wie sich Wachsen anfühlt. Du siehst so glatt aus, Sammy. Jeder Stift braucht Tinte, nicht wahr, Freunde? Ich klebe ihn einfach fest. Genau so. Und jetzt die andere Seite. Pass auf, dass es gut klebt. Oh, wir können das zum Füllen nehmen. Hier, rein damit. Danach brauche ich noch eine Haarentfernung. Keine Sorge. Du siehst gut aus, Sam. Scharf wie immer. Ja.
So, der Stift ist fertig. Oh, er ist so weich. Wow, damit male ich den besten Regenbogen. Oh, nein, nein. Oh, warum habe ich diese hässlichen Klamotten gekauft? Oh, warum nur? Hey, Sammy, was ist hier passiert? Ich bereite mich auf das Ende des Sturms vor. Ich muss gut aussehen, wenn ich den Regenbogen treffe. Keines dieser Kleider hat Pep. Oh. Ich glaube, ich kann dir helfen. Lass uns ein Regenbogen-T-Shirt machen. Ein Regenbogen-T-Shirt? Klingt wunderbar und los geht's. Zuerst machen wir einen glitzernden Regenbogen auf das T-Shirt. Mehr Glitzer und noch mehr Farben. Jetzt brauchen wir ein schlichtes weißes T-Shirt, so wie dieses hier. Oh, jetzt kommt der lustige Teil. Jetzt wird es schmutzig, Freunde. Oh ja. Seht her, als ob ich einen Regenbogen in der Hand hätte. Jetzt drücke ich meine Hände auf das T-Shirt und tada! Ein perfektes Regenbogen-T-Shirt mit Handabdruck. Unglaublich! Eine eigene Modelinie war schon immer mein Traum. Seht euch das an! Das ist wunderbar! Das wird der letzte Schrei in Paris! Aber wer räumt das Chaos auf? Ich muss los! Paris wartet! Oh, wo ist Sam? Wir müssen das Video fertigstellen. Bonjour, Susie! Die Fashion Week in Paris war ein voller Erfolg! Sie liebten Style bei Sam! Oh, der Schmuck ist so schwer! Puh, das ist viel, viel besser! Sammy, du kannst sie doch nicht einfach hier lassen. Sie sind so schön. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Es wäre so schade, sie nicht für unsere Bastelei zu verwenden. Wir brauchen nur etwas, um deine Blinks aufzubewahren. Und ein 3D-Stift wird uns dabei helfen. Oh, das ist genial. Susie, lass mich mal. Oh, das ist so cool. Dieser Organizer wird ein Meisterwerk. Ich bin der Picasso der 3D-Stifte. Ach du grüne Neune, ich bin im Rausch. Gib mir mehr, mehr, mehr. Jemand muss mich aufhalten. Ich glaube, ich habe mich hinreißen lassen. Ich muss mich hinlegen. Alles in Ordnung, Sam. Ich hab's unter Kontrolle. Jetzt machen wir den Daumen grün. Vorsichtig, langsam, Schicht für Schicht. Wow, perfekt. Da wird mein Schmuck toll aussehen. Und die Hand hält alles schön und sicher. Ich habe eine Ersatzhand gemacht, Susie. Hä? Hast du noch mehr Schmuck? Nein, das ist für Peters Nachttisch. Er wird sich so erschrecken. Sammy, nein, komm zurück. Zu spät. Komm schon. Sammy, was hast du denn da an? Das ganze Basteln hat mich aufgemuntert und ich habe beschlossen, ich gehe raus und spiele. Ein bisschen Regen kann mich nicht aufhalten. Oh, wow. Heiliger Bimbam, das gibt's doch nicht. Was ist? Alles in Ordnung? Wow, das ist so schön. Das ist wunderschön. Komm, Susie, beeil dich. Bis bald, Freunde. Auf Wiedersehen alle zusammen.